Markus, Transformation 40 Kilo müssen weg. Vor 2 Wochen habe ich ja den Uhu geschafft, war ja dann auf knapp 99 Kilo. Heute Morgen war ich noch mal aktuell im Fitnessstudio, Waage etc. Und ich bin jetzt auf 96 Kilo. Also knapp an der 40 bin ich jetzt dran. Ich bin jetzt 9,5 Monate dran. Meine großen Problematiken waren ja das Gewicht, 135 Kilo, dann der dicke Ranzen. Und dann war ich halt damals beim Arzt gewesen, was ja den ausschlagenden Punkt halt gegeben hat, das mit der Fettleber. Die unter 100 Kilo habe ich geknackt. Am Bauchumfang habe ich jetzt 30 Zentimeter, also an Umfang verloren. Ich bin von 140 Zentimeter auf 110 Zentimeter runter. Dann war ich vor 2 Wochen beim Arzt, haben das mit dem Blutwerten nochmal durchgecheckt und Ultraschall Fettleber. Und die Fettleber ist um knapp 80% zurückgegangen. Was ja noch ein positiver Effekt ist, wenn man so viel abnimmt, die Bekleidung. Naja, positiv kann ja auch negativ sein. Man muss ja auch dann viel Geld investieren. Ich bin jetzt bei den Hosen, bin ich 10 Nummern runter. Von 46 auf 36. War jetzt vor 2 Wochen bei G-Star, bei einem Kunden von uns. Und dann muss man sich halt auch mit der Hosengröße erstmal wieder zurechtfinden. Und die Mädels, die haben das ja auch ganz gut mitgekriegt und ja, sind jetzt 10 Nummern weniger. Bei der Überbekleidung bin ich von 3x XL, bin ich auf, ja, je nachdem wie die Sachen ausfallen, auf XL, XXL. Also die T-Shirts kann ich jetzt als Schlafshirt anziehen. Ja, kann ich ja quasi noch ein Mädel mit reinnehmen. Stichpunkt Mädels. Gut, man merkt natürlich dann auch bei der Arbeit oder auch allgemein im ganzen Umfeld kriegt man ja auch eine positive Resonanz. Man wird jetzt öfters darauf angesprochen oder die Leute gucken halt 2 oder 3 Mal hin. Ja, wo ich das vor ein paar Wochen gepostet hatte mit den unter 100 Kilo, haben auch direkt ein paar Mädels dann geschrieben, die das natürlich dann auch verfolgt haben. So nach dem Motto, ja, das müsste man sich ja mal real anschauen. Ja, ist natürlich dann ein positiver Nebeneffekt und macht einen auch dann selbst ein bisschen stolz dann. Ne? Ja, ich hatte jetzt vor kurzem noch mit meinem Sohn ein Gespräch. Der wird jetzt im Sommer 25. Der ist jetzt im Moment auf dem Level, wo ich ja damals war. Also erst jetzt mit dem Training wollte er unbedingt über die 100 Kilo gehen, was dann natürlich ziemlich lustig ist, weil ich wollte ja unbedingt unter 100 Kilo gehen. Meine Tochter hat das natürlich dann auch sehr positiv verfolgt und hat sich dann sehr darüber gefreut, dass ich das dann auch so eisern durchgezogen habe. Kommt in der Familie auch sehr positiv an. Der Mann von meiner Nichte ist auch etwas dicker geworden und der hat sich jetzt auch so ein bisschen abgeguckt, das als Motivation genommen und wollte jetzt dann auch mal anfangen abzunehmen. Wird sich dann übrigens auch bei dir dann melden, Jan. Ja, wie wir das ja damals bei unserem einzelnen Gespräch da schon nochmal bequatscht haben, hatte ich ja eigentlich gar nicht dran oder wirklich nicht dran geglaubt. Erstens, dass das so schnell geht, zweitens, dass ich es überhaupt knacke. Das ist ja dann auch immer so eine Sache. Und ich bin jetzt echt erleichtert, dass ich nah an dem Ziel dran bin, unter den 100 Kilo. Also, dass ich die 40 da knacke. Und du hast ein völlig neues Lebensgefühl, du kannst dich viel besser bewegen. Schuhe binden, alles ist einfacher, ein völlig neues Lebensgefühl. Und wenn du die Treppen in die 3., 4. Etage hochgehst, du hast keine Probleme mehr. Mir tun nicht mehr die Knochen weh, ich habe keine Schmerzen mehr bei den Knien, bei den Gelenken. Also wie gesagt, ein völlig neues, tolles Lebensgefühl, als wärst du ein anderer Mensch. Ja, dadurch, dass wir auch da die Blutwerte dann nochmal gecheckt haben, da auch alles okay war, hast du natürlich auch vom Kopf her ein ganz anderes Gefühl. Ich habe ja früher durch die Krankheit von meinem Bruder und was halt auch bei uns in der Familie ist, viel Angst halt gehabt, dass mich das dann selber betrifft. Und so merkst du ja, dass die ganzen Werte alles top sind. Und dann bist du auch vom Kopf her ganz anders drauf, viel gelassener und ruhiger und freier. Bei unserem ersten Gespräch da auch nicht wirklich dran geglaubt hatte, dass es so einfach ist, mit dem Gewicht runterzugehen. Ich hatte gedacht, du musst da auf viele Sachen verzichten oder schlechte Laune und das war ja alles gar nicht der Fall. Bin da echt super durchgekommen bis jetzt und man gewöhnt sich ja auch an die ganze Situation, wie man da jetzt isst und lebt. Einfach toll. Ich hatte nie schlechte Laune. Das hat auch das ganze Umfeld ja natürlich mitgekriegt.
Die hatten ja auch gesagt, ja, willst du das wirklich machen? Und aber es hat einfach toll geklappt. Da jetzt halt das Sommergeschäft mit den ganzen Veranstaltungen anfängt, habe ich jetzt auch bei mir selber gemerkt, dass ich, wir hatten letztens wieder so eine Kirmesveranstaltung und da haben wir immer ziemlich viel Stress mit Jugendlichen. Ich war da so ruhig und gelassen. Mich hat das eigentlich gar nicht interessiert, dass wir da großartig Ärger hatten. Ich war da komplett entspannt, wo du natürlich dann früher dann auch natürlich ganz anders drauf warst. Das sind halt dann die ganzen positiven Nebenerscheinungen und Nebenwirkungen, die du dann hast, dass du da viel ruhiger und gelassener bist. Was auch die Mitarbeiter halt gemerkt haben, wenn du da neue Kollegen einweist, denkst du dann ja auch, wenn die das beim ersten Mal oder zweiten Mal nicht direkt verstehen, dann merkt man halt, dass du da schon ein bisschen so an die Decke gehst. Und ich lächle jetzt einfach darüber, dann erkläre ich es halt noch ein drittes, ein viertes Mal, was halt für mich halt früher ziemlich schwierig und anstrengend war. Und das geht jetzt auch einfach von der Hand. Merken die Mitarbeiter natürlich auch und die sagen dann auch, oh, cool, neuer Chef. Ja, der nächste Step wird jetzt sein, natürlich unter die 40 zu knacken. Und wie sagt man dann schön, nach der 40 geht es dann weiter. Ja, vielleicht gehen ja noch ein paar Kilo runter, was jetzt aber nicht unbedingt sein muss. Aber dann kommt halt der Step halt, das natürlich dann auch alles so schön zu halten. Ich hatte ja am Anfang, das hatte ich ja schon mal bei einem Video gesagt, dass ich auch Bedenken hatte, dass die Leistung da beim Training runtergeht. Aber das war gar nicht der Fall. Also ich habe das Gewicht, was ich vorher gedrückt habe oder was ich da hatte, gehalten oder jetzt halt auch teilweise gesteigert. Was ja für mich dann eigentlich auch heißt, dass ich dann stärker geworden bin, weil vorher hatte ich halt viel mehr Gewicht. Und man kann es jetzt immer noch klimmzügemäßig machen. Von daher, ich habe da überhaupt keinen Kraftverlust oder irgend sowas gehabt. Was ich dann nochmal sagen wollte, ich bin den Jan ziemlich dankbar, dass er das mit mir halt so durchgezogen hat. Obwohl ich da ja auch manche Momente war, wo man halt ein bisschen zweifelt, aber der Jan und das, ich sag jetzt mal das Männerteam, was da noch im Background halt ist, wo man sich halt auch immer in der Gruppe dran wenden kann, hat mich da super mit durchgezogen und durchgetragen. Wollte ich mich halt auch nochmal für bedanken, auch für die ganzen Essenstipps, die wir uns da untereinander so ausgetauscht haben. Das klappt auch immer ganz toll. Danke nochmal, Jungs.